Hallo, ich bin Joe Klantz und ich wohne in Berlin. Ich bin in Basel geboren, 1965, habe lange Zeit im Aargau gewohnt, in der Stadt Zürich. Ich bin dann in den 90er Jahren schon mal kurz nach Berlin gegangen, 2 Jahre. Später war ich in London auch für 2 Jahre ungefähr und bin dann wieder nach Berlin zurückgekehrt, wo ich jetzt seit ungefähr 10 Jahren lebe. Ja, ich bin halt als kleiner Junge sehr fasziniert gewesen von der Punkmusik, die aus England rüberkam. Bands wie Sex Pistols, Ramones, also aus den Staaten natürlich, aber auch Cramps oder Robin Gristle dann später, haben mich sehr fasziniert und ich wollte dann halt auch solche Musik machen und das hat wirklich die richtige Energie gehabt für mich. Und ich habe dann später auch mit Freunden eine Band gegründet, Jaywalker, Punk-Hardcore-Band in den 80er Jahren. Waren wir öfters unterwegs in Europa, in besetzten Häusern und so weiter. Und als dann meine Freundin schwanger wurde, 88, habe ich mich entschieden, mit der Band aufzuhören und habe dann im Prinzip zeitgleich mit der Geburt meines Sohnes angefangen, eher so experimentelle Sachen zu machen, halt, wo ich zu Hause arbeiten kann, mit Kassettenrekordern, mit so Oldschool-Tape-Sachen und so weiter, Effekten. Und bin halt natürlich dann in diese Industrial-Noise-Experimental-Szene reingekommen und habe aber auch sehr viel performativ gearbeitet mit Performance-Sachen. Und dann habe ich dieses Projekt Sudden Infant gegründet, auch zu der Zeit, das jetzt nach 25 Jahren mittlerweile eine Band ist mit Schlagzeug, Bass und so. Ja, es hat sich vieles verändert, aber das ist so mein Background. Ja, das ist ein für mich eine ganz tolle Ergänzung auch, also in der Gruppe natürlich, in der Band, wo ich mit der Stimme arbeite und auch mit Elektronik, also eher als Frontman dann vorne bin. Das ist halt ist ein anderer Aspekt für mich, ist ganz toll, aber die Arbeit mit den Plattenspielern ist natürlich, da kann ich mich eigentlich persönlich vertiefen in ein Instrument. Für mich sind die Plattenspieler auch ein Instrument. Ich kann mit dem Vinyl arbeiten und ich kann mit anderen Leuten, auch Musikern, im Prinzip improvisieren. Es ist sehr offen, das Ganze. Es ist anders als so eine Bandstruktur. Und das interessiert mich natürlich auch sehr. Also ich bin halt damals vor, weiß auch nicht, 20 Jahren zum ersten Mal auf diese Turntable-Sachen gekommen, Turntablism. Christian Markley oder Otomo Yoshihide aus Japan. Also es hat mich sehr fasziniert, auch was die Leute machen mit Schallplatten. Und ich liebe Vinyl, ich liebe Schallplatten, ich liebe auch Kassetten. Aber mit Kassetten ist ja schwieriger zu arbeiten. Mit den Schallplatten und den Plattenspielern kann man halt im Prinzip wie ein Instrumentalist auch agieren. Ja. Ja, es ist natürlich für mich, wo ich lange Zeit in der Schweiz gelebt habe, ich muss sagen, die Schweiz ist sehr, sehr klein, sehr eng. Es gibt ganz tolle Künstler und Musiker, ne? Also Christian Markley zum Beispiel, haben wir jetzt gerade genannt, der natürlich ja auch in jungen Jahren aus der Schweiz weggegangen ist, nach New York. Ich bin doch relativ lange noch in der Schweiz geblieben, bis ich dann mich entschieden habe, wegzugehen. Aber das hatte auch Gründe, weil ich eine Familie hatte, einen Sohn. Aber ich wusste, ich muss einfach weg. Ich muss aus der Schweiz raus, weil manchmal sieht man nicht über den Tellerrand hinaus in der Schweiz. Es gibt hohe Berge und man fühlt sich so wohl in diesem Nest halt, weil es auch hoher Wohlstand und alles natürlich. Aber ich glaube, die Friktion, also diese,
diese Energie, dieses manchmal im Dreck wühlen und so weiter, das kann man in der Schweiz fast nicht machen. Das muss man irgendwie im Ausland irgendwo erleben halt. Man muss auf Reisen gehen, man muss weg, man muss sich in andere Umgebungen stürzen und neue Menschen kennenlernen und halt auf den ganzen Luxus auch verzichten zum Teil. Und ich glaube, dann kommt auch diese Kreativität auch wirklich, die kommt dann so raus. Also das... ja, ich glaube, also ich denke immer, dass Punkmusik zum Beispiel ist ja auch nicht aus den reichen Quartieren heraus entstanden, oder Hip-Hop ist auch in der Bronx entstanden und nicht irgendwo in Lower Manhattan oder so. Die Leute damals, die haben halt aus nichts etwas gemacht. Und das finde ich sehr faszinierend. Und ich glaube, das war auch für mich so der Ansporn, irgendwie halt jetzt auf ein normales Leben zu verzichten und halt eher in die Richtung zu gehen. Also ich muss sagen, ich fühle mich natürlich sehr geehrt auch. Die Nomination, als ich dieses E-Mail gekriegt habe und den Anruf, war ich wirklich sehr erfreut. Ich war auch sehr überrascht, dass jemand wie ich, der eher vielleicht aus dem Underground kommt und so und halt sich so durchs Leben schlägt, jetzt nominiert wird. Das ist eine große Freude. Aber ich muss auch sagen, das ist natürlich auch ein wahnsinniges Privileg auch, Schweizer zu sein mit einem Schweizer Pass und in den Genuss von so einer Nomination zu kommen oder auch einer Unterstützung halt, die ich in den letzten Jahren auch immer wieder hatte, zum Beispiel von Pro Helvetia auch, damit ich überhaupt auf Tournee gehen kann nach Japan oder nach USA, muss ich auch wirklich ein großes Dankeschön sagen. Aber es ist halt trotzdem so ein komischer Beigeschmack weil es gibt so viele tolle Musiker auch auf der ganzen Welt, die leben irgendwie in Afrika oder in Rumänien oder in den USA, oder die kommen nie in den Genuss von irgendwelchen Unterstützungen. Und ich denke immer, die Schweiz als superreiches Land müsste eigentlich auch wie ein Teil dieses Geldes auch solchen Leuten zukommen lassen. Ich glaube, das fände ich ganz toll, wenn die Schweiz das machen würde. Ja, das ist ganz toll, wenn man mit Leuten zusammenspielen kann. Also wenn man Ideen austauscht und man kommt zusammen, man improvisiert miteinander, man lernt sich kennen auch, und da ergeben sich immer wieder ganz tolle Freundschaften. Ich habe zum Beispiel mit Joy auch schon zusammengespielt von Oi, die jetzt auch nominiert ist dieses Jahr. Oder letztes Jahr Julian Sartorius habe ich auch mal ein Duo gespielt. Das sind ganz tolle Musiker, auch alle anderen natürlich, und ich würde sehr gerne auch öfters in der Zukunft natürlich mit Leuten spielen, mit denen ich noch nie gespielt habe, natürlich. Es gibt halt immer Kombinationen, die vielleicht besser passen als andere. Sehr gerne würde ich mit Beatman spielen, der letztes Jahr nominiert war, ein fantastischer und sehr authentischer Musiker, ganz toll. Ja, es wird sich bestimmt irgendwas ergeben, also ganz sicher, ja. Ja, ich glaube, es ist auch so eine Art ein Zyklus, der sich immer wiederholt. Also man hat ja diese Retro-Bewegungen, und Vinyl zum Beispiel, Schallplatten oder Kassetten auch, sind heute wieder sehr begehrt. Und ich gebe ab und zu auch Workshops mit jungen Musikstudenten, oder ich habe in Kairo einen Workshop gegeben vor 2-3 Jahren und habe auch den Leuten das vorgestellt auch. Und das war für die halt auch super spannend und speziell, weil die sind eigentlich eher mit digitaler Technik aufgewachsen oder kennen die Kassetten noch aus den Läden halt, mit arabischer Musik und so weiter. Aber was man damit machen kann,
experimentelle Collagen oder halt verschiedene so Soundmodulationen und so weiter, das war ganz neu für die und die waren wirklich auf dieses Medium extrem ansprechbar. Also die waren wirklich fasziniert auch davon, weil es halt was anderes ist als das normale Digitale immer. Ne? Also mit digitaler Computertechnik, sei es Videos oder Musik herzustellen, das ist irgendwie eher ein Handwerk. Also oldschool natürlich, aber touchy. Man berührt es mit der Hand, also wie man eine Gitarre spielt oder sowas. Ne? Also Gitarren spielt man ja auch nicht mit dem Computer, sondern von Hand. Und das ist für mich sehr faszinierend. Und immer wieder schön, wenn die Generation, genau wie auch ein Bruno Spörri oder ganz junge Musiker mit Elektronik, die sich dann treffen und dann auch Leute, die halt immer Schlagzeug gespielt haben oder ein klassisches Instrument. Ne? Also es ist schon spannend, Crossover, finde ich wichtig. Ja. Ja. Also zuallererst Carf Dues in Genf. Das ist der beste Club auf der ganzen Welt. Und natürlich, wenn man spielt oder man performt, ich mache ja auch Performance-Art-Sachen schon seit vielen Jahren, eher so in die Richtung ein wenig Kunst, Aktionismus, aber dann mache ich die Turntable-Sachen, dann spiele ich mit Sudden Infants, jetzt als Band eher vielleicht so in Rockclubs und so weiter, Festivals. Da kommt man in ganz viele verschiedene Spaces, Räume. Und die sind alle sehr unterschiedlich natürlich. Und es steht überall zum Beispiel auch eine andere Musikanlage. Also man muss wirklich sehr flexibel sein einerseits. Aber ich glaube, es hat alles seine Faszination. Es sind alle Räume sind sehr spannend und speziell natürlich. Aber es gibt, klar, es gibt dann ganz tolle Sachen. Es gibt Clubs, die halt einen legendären Touch haben, weil früher große Bands da gespielt haben. Oder wie der 100 Club in London, wo ich jetzt auch gespielt habe letztes Jahr. Und jetzt im Juni spiele ich im SO 36 mit Sudden Infant in Berlin. Das ist auch so ein legendärer Club. Dann gibt es aber ganz tolle Räume auch, wo man halt Performance Art macht. Auf der ganzen Welt eigentlich. Ist man in Tokio oder in New York oder in Berlin oder in Genf. Also es ist, sehr, ja. Ja, also ich werde mit Sudden Infant jetzt, wie ich schon erwähnt habe, vorher im Juni, spielen wir in Berlin im SO 36, haben wir ein paar Konzerte zusammen mit Sleaford Mods aus England, die jetzt gerade sehr berühmt sind und wir können die Vorband sein und werden natürlich volles Haus haben überall, wo wir spielen, werden dann in Münster, Bremen und Hamburg noch spielen und ich werde dann daneben halt noch weiterhin mit meinen Turntable-Sachen, also Plattenspielern auch einige Gigs spielen, dann auch Performance-Sachen machen und so weiter. Neue Projekte habe ich im Kopf, neue Ideen. Und nächstes Jahr wollen wir eine neue Platte aufnehmen, ins Studio gehen und dann auch eine neue Tournee machen in Europa. Also das sind so die weitesten Ziele, die ich habe. Aber es kann sich alles verändern und wer weiß, vielleicht werde ich auch ganz was anderes machen. Es ist unterschiedlich. Man weiß nie, was das Leben bringt, aber das ist so mehr oder weniger jetzt so meine Schedule.